Obligatorisch hier so ein schöner alter Zweiventiler. Paul Bringmann, meine Damen und Herren, Paul, ist, mich verbindet mit ihm etwas ganz Besonderes. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, als junger Mensch habe ich ihn fahren sehen und gesagt, verdammt nochmal, wie kann man so schnell fahren? Und dann sah ich ihn das erste Mal in Jübich, 1970 auf der Bahn. Und da hat er gerade 3 Rennen vorher gewonnen. Und das war natürlich eine ganz riesengroße Nummer, Paul. Und ich stand da als junger Nachwuchsfahrer und habe gedacht, hallo, ja, was ist das los? Aber Paul, du hast dein Leben gemeistert, aber warum hast du so früh aufgehört? Ja, da stehen ein paar Faktoren eine Rolle. Man kriegt Starts und wenn du nicht mehr so ganz gut bist, dann kriegst du weniger Starts. Und es hat viele unheimlich gute Fahrer in Deutschland gegeben. Es kamen die Ausländer dazu. Und wenn du jeden Sonntag fährst, dann fährst du richtig gut. Bloß wenn du jeden dritten Sonntag fährst, dann fährst du nicht mehr so gut. Bloß genau. Für mich war das eine ganz tolle Zeit. Ich bin zufrieden und ich bin glücklich. Und für mich war das die schönste Zeit in meinem Leben. Ja, Paul, das sieht man auch und mit wie viel Liebe und Euphorie, die ich immer noch mit Motorrädern auseinandersetze und so weiter. Wir gucken uns mal einige schöne Teile davon an. Ja, und dann, ja, da war diese Zeit die Bahnsportzeit und dann habe ich nochmal ein bisschen Oldtimer-Rennen mit Gespannen, 2-mal auf Insel Menn, das war unheimlich toll. Es hat kein Startgeld gegeben, es hat unheimlich viel Geld gekostet, aber ich bin auch nur noch normaler Handwerker und ich wollte die Zeit nicht missen. Und jetzt mache ich eine Zeit und ich pflege Motorräder der 50er, 60er, 70er Jahre und das macht mir so viel Spaß, mache schöne Touren, mache schöne Treffen und das, ich finde mich richtig froh. Ja, Paul, hier ganz etwas Besonderes, BSA, das ist natürlich etwas Britisches. Was hat es mit dieser Maschine auf sich hier? Das ist eine BSA Goldstar, die habe ich von Joseph Joy gekauft. Und dieses Motorrad hat bei Joseph Joy 40 Jahre im Laden gestanden und hat 3000 Meilen gelaufen. Original, nur 3000 Meilen? Original. Ja, Paul, dann haben wir hier noch ganz was Besonderes, da bist du natürlich gerade jetzt hier. Nee, das ist nichts Tolles. Am Bauen ist nichts Tolles, aber nee, es sieht toll aus. Ja, das ist eine R65, wird restauriert und ist so Baujahr Anfang 60, würde ich sagen. Ich finde es trotzdem. Das ist nochmal richtige deutsche Motorradbaukunst, die auf den Namen Horex hört. Paul, was ist mit dieser Horex? Was machst du da gerade? Das gibt ein Horex-Treffen und ich habe meinen guten Freund Becker Kühl aus London und das ist eine ganz, ganz tolle Familie, sind auf Horex verpicht und wir machen, für Horex-Treffen ist Kult und Horex-Treffen ist schön und dieser Motor, der wurde nachher von den Japanern kopiert und das war, der erste Motor war eben CB450 und im Grunde war das ein Horex-Motor. Ja, das kann ich bestätigen, weil ich habe ja noch auf Honda gelernt und ich kannte beide Motoren, nachdem wir vorher ja Horex-Vertretung hatten. Oh, ja, das war ja ein interessanter Rundgang hier. Und dann denke ich mal, sage ich herzlichen Dank, dass ich in diese Höhlen reinschauen durfte. Es sind natürlich wirkliche Kostbarkeiten hier und wir freuen uns, wenn wir uns irgendwo auf irgendeiner Rennbahn wiedersehen. Dankeschön für dieses nette Gespräch. Ja, mit diesen wunderschönen Bildern verabschieden wir uns hier aus Paul Brinkmanns Zauberkeller.